Nahrung brauchen wir gerade nicht. So, was haben wir hier? Hier ist ein Gang. Hier müsste der Händler sein. Ich weiß auch nicht mehr, ob der wirklich was Gutes hat, aber wir gucken einfach mal rein. Na, wie spät haben wir denn? Ja, wir haben leider keine Uhr dabei. Wir warten einfach mal ein Stündchen. Und noch ein Stündchen. Und schon hat er auf. Willkommen, ihr könnt gerade zur rechten Zeit, um von meinen günstigen Angeboten zu profitieren. Gut, so, wir haben 539 Gold. Oder ist das der Kollege? Ich weiß nicht. Was haben wir denn? Ein Kettenhemd. Wäre super klasse, aber ja gut, 1000 ist ein bisschen viel. Langschwor 500. Das ist also verdammt teuer. Gerade Lederstiefel auch so teuer alles. Windperle, Smaragd, Runenalphabet. Komm, wir gucken mal, ob wir überhaupt was verkaufen können hier. Möchtest du das haben? Buch der Arachniden? Ja, okay, gut. Ja, super, er kauft nichts mehr. Ah, ärgerlich. Schlagenes Leder auch gut. Ah, 500. Nee, wir können hier noch nicht wirklich was kaufen. Ne? Der gar kein Gold hat. Was? Moment. Also. Doch, hier haben wir Gold. Ach so, das Gold ist jetzt aufgeteilt, ne? Okay. Ja, dieses Silberbesteck hätte ich gerne verkauft. Können wir aber jetzt wahrscheinlich nicht nochmal machen, ne? Nein, will er nicht. Schade. Gut. Dann. Gut, erstmal die Aufstellung ändern. Wir gehen hier hin, er geht hier hin. So sind wir, glaube ich, flexibel aufgestellt. So, wo geht's denn hier lang? Ah, das sieht nicht so gut aus. Ah, wir brauchen EPs. Komm her. Hallo? Ah, wir können mit ihm reden. Der raubbeinige, aber gehetzt wirkende Bursche erzählt euch. Ich habe mich gerade von meinen Kumpanen getrennt. Sollen sie doch weiter in der Wüste Beute horten. Ich hoffe, dass bald ein Schiff hier vorbeikommt, denn es wimmelt in dieser Stadt nur so von meinen ehemaligen Kollegen. Ich möchte ihnen nur ungern über den Weg laufen. Ja, aber ist das hier nicht so ein Kollege von dir? Was? Ja, möchtest du uns jetzt angreifen oder wie sieht's jetzt hier aus? Ja, jetzt will er angreifen, okay. Ja, die KI ist noch nicht ganz ausgereift. Spätestens 1933. Ah, nicht 1993. 1933 wäre ein bisschen interessanter hier. Ich glaube, gab es da Computer? Ich glaube, da gab es gar keine. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, weiter geht's. Ja. Könnte überhaupt von der Zeit hier so ein bisschen stimmen. Ne? Das ist ja doch eher Mittelalter. Ne? Das Gute ist auch, wenn wir EP kriegen, jeder kriegt die. Habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Und dann würden beide dann auch aufleveln. Naja, wenigstens 22. Und Gold haben wir dabei. Ich würde gerne ein bisschen was verkaufen. Wir nehmen es erstmal mit. So, wo rennt er jetzt hin? Wo sind wir jetzt gerade in der Stadt? Wir sind da oben. Gut, wir gehen einfach mal hier lang. An dem Baum vorbei. Ich glaube, in dem grünen Zeug ist dann irgendwo dieser Wunschbrunnen. Ah, möchtest du uns angreifen? Ja, ja, sehr gut. Ja, so ein Einzelnen hier, das ist jetzt nicht wirklich ein großes Problem. Waren seine letzten Worte. Na, komm schon. Vier. Ja, ich sehe schon, wir müssen noch ein bisschen trainieren. Sieben. Sehr schön. Gold mitnehmen. Leder mitnehmen. Ja, komm. Den Dolch, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Das ist doch Haus des Freiherrn. Der Herrscher der Stadt. Oh, richtig cool gemacht hier. So, wer ist das? Da, Freier Georg. Krieger 10, den würde ich gerne mitnehmen. Ich bin Freier Georg, Schild von Spannberg und heiße euch herzlich willkommen in meiner Stadt. Vielleicht könnt ihr mir bei einem meiner Probleme helfen. Das soll nicht euer Schaden sein. Hast du Problem? Nun ja, zurzeit habe ich es mit zwei Problemen hier in Spannberg zu tun. Als erstes sind da die Überfälle der Orks auf meine Bauern. Völlig überraschend kommen sie aus den westlichen Bergen und plündern die Felder und Gehöfte. Falls ihr die Überfälle unterbinden könnt und mir einen Beweis eurer Tat bringt, werde ich euch großzügig belohnen. Des Weiteren wird die Stadt von einer Bande von Banditen geplagt. Der Anführer soll ein Mann namens Silberhand sein. All die Jahre hatte ich ein... Moment. All die Jahre hatte ich eine Erträg... ein gutes Verhältnis zur Liebesgilde. Von Spannberg. Ihre Mitglieder sind, jedenfalls nach ihren Regeln, diszipliniert. Und sie haben sozusagen nur das Nötigste gestohlen. Die Bürger konnten jedenfalls mit ihnen leben. Obwohl mir der Meister der Gilde versichert, dass sie nichts mit der derzeitigen Plage zu tun haben, kann ich ihnen doch nicht ganz Glauben schenken. Und die Bevölkerung ist inzwischen ziemlich aufgebracht. Vielleicht können wir Licht in die Sache bringen. Ja. Ich hoffe, dass euch Glück beschieden ist und ihr mit meinen Problemen helfen könnt. Okay. So, wer bist du hier? Lady Heidi. Heidi. Ich bin Lady Heidi und heiße euch herzlich willkommen in Spannberg. Falls ihr eine Aufgabe sucht, dann solltet ihr zu meinem Mann gehen. Er braucht zurzeit ein paar mutige Männer. Ja, da habe ich schon von gehört. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Aufenthalt in Spannberg, auch wenn das bei diesen vielen Banditenüberfällen ein wenig schwierig werden könnte. Ja, wir wurden auch schon ein paar Mal überfallen. Also, soweit ich weiß, gab es hier jetzt gerade nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Ja, man muss die Stadt auch immer relativ gründlich abgehen. Wen haben wir hier? Der alte Mann stützt sich auf seinen Stock und meint, ich habe gehört, dass es hoch im Norden in der Nähe des Turms des Alchemisten eine sehr alte Krypta geben soll. In ihr sollen vor sehr langer Zeit mächtige Magier zur letzten Ruhe gebettet worden sein. Man erzählt sich auch, dass Alchem, der Alchemist, schon mehrmals in die Krypta eingedrungen ist, um nach magischen Artefakten zu suchen. Ich würde um keinen Preis der Welt dort hineingehen. Ein lebender Magier kann einen schon sehr leichtes Leben kosten. Was soll man da erst machen, wenn man auf einen untoten Magier trifft? Das ist eine berechtigte Frage. Möchtest du... Ja. Ich fürchte nur gerade, das war gar nicht der, den wir da vor uns gesehen haben. Ja, das Gute ist, wir können hier wirklich gerade ein paar EPs farmen, weil die sind jetzt echt gerade nicht so gefährlich, wie ich sie eigentlich noch in Erinnerung hatte. Wobei, waren die gefährlich. Ich glaube, früher waren die auch nicht gefährlich. Trifft uns aber ein bisschen. Zumindest ein bisschen. 3 ist schon wieder gut. Und der erste ist schon weg. So, dann müssen wir uns ein bisschen rüber bewegen da. Ach, und der will schon wieder weg. Ja. Nicht mit mir, denn wir dürfen zuerst. So. Na, warum will jetzt keiner treffen? Ich weiß noch nicht wirklich, ob wir die Sachen brauchen, aber als Training ist es mit Sicherheit sehr gut. 45 EP. Ah, sehr gut. Level 3. Und wir sehen schon, von 17 sind wir jetzt auf 24 Lebenspunkte gestiegen. Wir dürfen, naja, trotzdem nur einmal angreifen, okay. Ich glaube, beim Egel geht es relativ schnell, dass der dann auch, ja, dass er mehr Attacken hat. Und wir werden sofort nochmal angegriffen. Hallochen. Okay. Aber nur von einem. Easy peasy. Machen wir. Gar kein Problem. Komm her.
Ah, das hat er mal richtig getroffen, ja. Ich habe das Gefühl, Insider trifft schon ein bisschen besser, oder? Könnte auch wirklich nur so ein Gefühl sein, aber... Ja, ein bisschen... Vielleicht möchte ich das auch glauben. Nein, es muss ja de facto definitiv besser geworden sein, weil wir sind aufgestiegen. Was haben wir da? Aus dem Fass stinkt es gar fürchterlich. Außer Essensresten und sonstigen Müll findest du auch nach gründlicher Durchsuchung nichts Interessantes. Alex ist jetzt wohl ein Bad fällig. Ja, okay. So, was haben wir hier? Haus der Heiler. Ach, hier wird geheilt. Verkauf von Spruchrollen und so weiter und so fort. Clementine. Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Clementine. Ich bin Pflegerin und Köchin hier im Haus der Heiler. Bitte nehmt ein bisschen Rücksicht auf Sandra und hütet euch davor, in den Keller zu gehen. Wer ist Sandra? Sandra ist die Leiterin des Hauses der Heiler. Sie ist zurzeit sehr bedrückt, da sie seit Wochen nichts mehr von ihrer Tochter Sabine gehört hat. Was? Sabine? Sabine ist die Tochter von Sandra. Sie leitet das Haus der Heiler in Burnville. Burnville ist eine Stadt mitten in der Wüste auf der Insel südlich von uns. Ihr solltet nicht in den Keller gehen, weil dort der Verrückte lebt. Dort unten haben wir eine Zelle, in der wir die schwersten Fälle betreuen. Hm, okay. Oh, komm, wir gehen mal in den Keller. Ja, ich weiß, der ist ziemlich strange. Als ihr durch das Gitter den düsteren Zellenraum betretet, spürt ihr über euch irgendeine undefinierbare Bewegung. Ihr blickt genau in dem Moment nach oben, in dem sich der erste der großen Spinnen auf eure Gruppe herabfallen lässt. Mist. Okay, gut. Mit 2 Leuten und Level 3, vielleicht schaffen wir es. Jetzt sind mal 4 hier. Ah, guck hier, direkt 7. Bam. Ja, wir müssen die einen nacheinander, müssen wir die platt machen. Ich hoffe, die greifen uns jetzt nicht zu krass an. Eigentlich dürfen sie ja nicht mehr so ein großes Problem jetzt sein. Wir haben eine Menge EP, Trefferpunkte, TP. Außer Egil, der hat noch nicht so viel. 11 hat er jetzt noch, aber gut, das kriegen wir hin. Bam, sofort 8. Auf die Birne, sehr schön. Ja, ich denke mal, das letzte... Ah, sehr schön. Dann haben wir die auch schon mal weg. 5, sehr gut. Ich denke mal, dieses Let's Play ist wahrscheinlich eher sowas für einen verregneten Sonntag, wo man sich dann gemütlich mal vor den Fernseher setzt, wahrscheinlich mal Smart TV, und sich das dann vielleicht mal ein bisschen angucken kann. Für sowas ist das bestimmt nicht schlecht. Habe ich mir früher auch mal ganz gerne angeguckt. Ach guck, einer haut schon ab hier. Na, 4. Was? Aber nur 40 Erfahrungspunkte? Das finde ich jetzt aber nicht so schön. In der Zelle seht ihr einen Zellumpenmann, der rastlos auf und ab läuft. Plötzlich huscht eine kleine Maus in seine Zelle. Als der Mann sie bemerkt, erscheint ein eigenartiges, bedrohliches Glühen in seinen Augen. Er reißt plötzlich die Arme hoch und ein Feuerblitz verwandelt die Maus in ein Häufchen Asche. Der Mann lässt die Arme sinken und nimmt seine rastlose Wanderung wieder auf. Ja, ein netter Kerl, ne? Verrückter. Der kommt irgendwie auch aus Emberstar, aus dem ersten Teil. Da muss ich mich aber nochmal reinlesen, wie das nochmal genau war. Ah, hihi, Besucher in meiner bescheidenen Hütte. Ihr seid gekommen, um mich zu vernichten, ja? Niemals. Verschwindet, bevor ich euch zu Asche verwandle. Ja, Asche. Geht weg hier. Na, dann gehen wir dann lieber weg. Haha, ja, lauft nur weg. Mit meiner Macht werde ich euch dennoch erreichen. Ja, erreichen. Nur Mühlen habe ich nie erreicht. Ja. Wir haben keinen Dietrich mehr. Nicht auf der richtigen Seite. Ich denke schon, dass wir keinen Dietrich mehr haben.
Ich guck noch mal kurz rein. Nee, leider nicht. Leider nichts. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Der ist auch relativ heftig. Ich weiß, irgendwie, glaube ich, konnte man dagegen kämpfen und der war schon ziemlich heavy. Also für uns gerade absolut utopisch. Ja gut, hier gibt es viele Heilungen und sowas. Wir brauchen ja gerade noch keine Heilung. Ich hoffe auch in Zukunft nicht. Ein alter Mann mit einer... Nein, ein alter Bauer mit einer Kopfverletzung meint: Diese verdammten Orks, sie haben uns mitten bei der Feldarbeit überfallen und versucht, mir den Schädel einzuschlagen. Böse Orks, nicht gut. Textrolle. Ja, wir nehmen die mal mit und wir gucken mal. Man findet auch Texte in einer anderen Sprache, ne? Oder jeder kann jetzt auch nicht mit den Orks kommunizieren. Ja? Da sind dann wirklich auch Talente gefragt, die auch nur manche Personen haben. Ganz interessant. Es geschah in einem schrecklichen heißen Sommer. Da flog ein halb verdunsteter Paradiesvogel übers Land und suchte nach Wasser. Doch er fand keine noch so kleine Pfütze, denn die Sonne hatte alle Teiche und Seen vertrocknen lassen. Doch plötzlich erspähte er von einem Bauernhaus einen großen Bottich, in den konnte er köstliches Wasser blitzen sehen. Er ließ sich auf dem Rand des Bottichs nieder. Doch, oh Graus, sein Schnabel war nicht lang genug, um das Wasser zu erreichen. Nun saß er dort in all seiner Pracht und würde doch bald vor Durst sterben. So nah war das Leben und doch so weit entfernt. Da kam ein Warzenschwein und sagte: Ich habe aus der Ferne deine Not mit angesehen. Ich helfe dir, wenn du dir meine Federn gibst, wenn du mir deine Federn gibst, damit auch ich mich mit Schönheit schmücken kann. Der Paradiesvogel dachte kurz nach, dann riss er sich die Federn aus und gab sie dem Schwein. Dieses sagte: Nimm ein paar Steine und wirf sie in den Eimer. Dann wird das Wasser steigen und du wirst trinken können. Gesagt, getan. Der Vogel pickte mit letzter Kraft viele Steine auf und warf sie in den Bottich. Und siehe da, das Wasser stieg und er konnte sein Leben retten. Und die Moral von der Geschichte? Schönheit ist eine angenehme Sache im Leben. Aber mit Klugheit lebt es sich länger. Ja, ist eine gewisse Weisheit drin. Gut, wir haben einmal gelesen, brauchen wir jetzt nicht. Wäre ja jetzt erstmal nur Gewicht, das wir mit uns rumtragen. Wer bist du? Sandra. Ach, das ist die Sandra. Willkommen im Haus der Heiler. Ich heiße Sandra und bin das Oberhaupt der Heiler hier in Spannenberg. Dich, Insider, heiße ich besonders willkommen. Ich kann mich noch gut an deinen Großvater erinnern. Er hat mir vor langer, langer Zeit einmal sehr geholfen, als er meinen Kater vor Monstern gerettet hat. Sagt, habt ihr nicht zufällig etwas von meiner Tochter Sabine gehört? Sie ist Heilerin wie ich und leitet das Haus der Heiler in Burnville auf der Insel südlich von uns. Leider habe ich seit Wochen nichts mehr von ihr gehört. Und deshalb mache ich mir jetzt große Sorgen, dass ihr etwas passiert ist. Es wäre nett von euch, wenn ihr in Burnville kurz nach meiner Tochter schauen könntet. Ich gebe euch diesen Schlüssel hier. Er passt zu der Truhe hier in meinem Zimmer. In der Truhe werdet ihr ein paar Dinge finden, die euch auf eurer Reise nutzen können. Außerdem befindet sich darin ein Schlüssel. Den könnt ihr verwenden, um die Abkürzung nach Burnville zu öffnen. Wenn ihr vom Steg auf der Nachbarinsel nach Süden geht, gelangt ihr an den Tunnel. Auf der Nachbarinsel. Geht in Frieden, meine Kinder, und möge Gala euch auf euren Wegen beschützen. Das ist sehr gut. Ein Schlüssel zu einer Truhe. Eine alte Bäuerin mit einem langen Schnitt im Gesicht sagt völlig geistesabwesend: Die arme, arme grüne Fee. Ich wollte ihr helfen, aber die Orks waren viel zu stark. Sie haben mich in den Dreck gestoßen und der Fee die Fülle gebrochen. Dann haben sie verschleppt. Den Schlüssel geben wir mal Insider, weil man kann dann auch hier die Hauptperson immer auswählen. Wer dann hier was macht. Ja, und Egel kann auch gar nicht zaubern. Wir gucken uns das mal an. Da können wir jetzt diesen Schlüssel mit verwenden. Ist doch richtig, ne? Ja. Und hier ist der Burnville-Schlüssel. Genau, alles klar. Heiliges Horn, sehr schön, denn dieses Horn, Galas Stab, weiß ich gar nicht mehr, wofür es ist, aber hier dieses heilige Horn ist absolut wichtig, um gegen Untote zu kämpfen. Das ist mir aber auch erst vor einigen Jahren klar geworden und ich habe diese Untoten auf diesem Friedhof immer ohne dieses Horn kaputt gemacht. Und das war ein Riesenkampf, also das war wirklich die Hölle. Hier kommen wir wieder raus.
Ja, ich glaube, hier war jetzt aber auch nicht mehr. Nee, hier waren wir überall. Und mit diesem Horn war das dann alles viel, viel einfacher. Trotzdem sollten wir das jetzt gerade noch nicht machen. Das ist doch noch ein relativ heftiger Gegner. Ich weiß gerade nicht, war hier jetzt gerade noch was? Wir können ja nochmal hier nach rechts gehen. So, jetzt sind wir gerade am Stadttor. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Ah, und da haben wir schon wieder welche. Ja, dann kommt mal her. Dann werden wir euch nochmal ein bisschen auf die Birne klopfen. Oder die klopfen ein bisschen zurück. Das kann auch sein. Ich überlege gerade, wir müssen noch für den Großfall. Wir brauchen noch diese Spitzhacke für den Keller, ne? Wo kriegen wir die nochmal her? Also die gab es jetzt nicht in dem Laden. Da habe ich drauf geachtet. Da war die jetzt nicht. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir zu diesem Pferdemenschen da müssen. Und der hat irgendwie ein Problem. Und wenn wir sein Problem gelöst haben, glaube ich auch, hat was mit dieser Diebesbande zu tun, dann gibt er uns, glaube ich, sowas. Also, eine Spitzhacke. Ja, komm, jetzt haut er schon ab. Dein Ernst? Ja, wenn er hier ablenkt, kriegen wir den natürlich nicht, das ist klar. Und er ist weg. 45 EP. Ja gut, hier ist aber wirklich jetzt tatsächlich gerade nicht so viel, aber wir gehen jetzt nochmal hin. Ich frage den nochmal wegen der Spitzhacke. Ich meine, da war irgendwie was. Ich kann mich da wirklich noch dran erinnern. Tolima, komm her. Wie war das denn? Kann ich das machen? Spitzhacke? Ja, weiß er nicht so. Ja, wie ging das denn nochmal? Verrückter Tochter Sandra Sabine, Problem hat er nicht. Pferde, ja, will er uns verkaufen. Orks. Achso, sorry, hatte ich schon. Kellerkater, hallo. Hallo, weiß er nichts. Gegenstand hat er auch nicht. Einsturz? Nee, auch nicht. Oh, Leute. Diebesgilde, da will er nirgendwo drüber reden. Ne? Burn will auch nicht, Banditen auch nicht. Boah, wie war das denn nochmal? Ja, können wir ein Pferd kaufen. Für 200. Eigentlich gar nicht so viel. Jetzt haben wir nämlich relativ viel, 1700. Und weil wir gerade 1700 haben, würde ich sagen, wir gehen einmal kurz ein bisschen trainieren. Weil das können wir gerade wirklich gebrauchen. Trainer, ja genau. Ich hoffe, es ist noch hell genug. Na, ich fürchte nicht. Ich fürchte leider nicht. Ja, natürlich ist schon zu spät. Na, ärgerlich. Ich speichere mal kurz. So. Tja, also, was machen wir denn da? Was machen wir da? Was machen wir da? Also hier geht's, glaube ich, zu diesem Friedhof. Hier geht's aber auch noch lang. Jetzt wird's ein bisschen dunkel hier. Oder geht's hier zum Friedhof? Bin ich mir gerade nicht sicher. Wer ist er? Hallo? Der junge blondhaarige Bursche sagt, seid ihr schon mal bei der Quelle des Lebens gewesen? Man sagt, sie habe schon so manche Leiden verschwinden lassen. Zurzeit kann man allerdings nicht hin, da Vater Antonio sie verschlossen hält. Ich glaube, er hat Angst, dass die Orks oder die Banditen den Tempel der Gala zerstören könnten. Okay. Okay, okay. Waren wir schon? Ne, hier machen wir noch nicht. Gehen wir mal gucken, was hier ist. Hier geht's zum Friedhof. Ja, da wollen wir jetzt gerade noch nicht hin.
Das wird, glaube ich, ein ziemlich heftiger Kampf. Gut, hier ist jetzt erstmal nichts. Ja, wir müssen leider immer auch so ein bisschen die Karte ablaufen. Einfach mal, damit die Map sich dann... Haha, guck mal, wen wir da haben. Ah, man sieht schon, ne? Das mit dem Abend. Man sieht es hier sofort auf der Grafik schon. Ist wirklich sehr detailliert, also detailverliebt gemacht. Ja, die Banditen sind jetzt nicht mehr so das große Problem. Die hauen wir mal eben weg hier. Hoffe ich. Ach, 5. 5 ist sehr gut. Ja, hat leider keinen Schaden neu angerichtet. Ich glaube, ich sollte jetzt bald auch mal diesen Schneck. Ah, sein Dolch ist kaputt gegangen. Ja, was macht er denn jetzt ohne Dolch? Das möchte er uns dann vom Kopf hauen oder was? Du hast kein Dolch mehr. Ja, sowas kann auch passieren, dem Gegner auch. Gerade wenn man sehr harte Rüstung anhat, dann passiert es auch schneller. Ich hoffe, uns geht nichts kaputt. Das wäre sehr ungünstig, weil wir gerade noch nicht so viel kaufen können. Na, will der abhauen? Ne, will er nicht. Kleiner Positionswechsel hier. Ja, wenn er flüchtet, könnte ich mir jetzt langsam vorstellen. Ah, der trifft aber nicht, ne? Er will jetzt schon wieder. Plöpp, weg ist er. So, Kollege Bandit. Sehr gut. 45 EP, immer gut. Und der Dolch ist kaputt. Das Gold nehmen wir mit. Und dann gehen wir mal hier durch. Ich glaube, wenn man einmal hier durchgegangen ist, dann kommen auch nicht mehr so viele Banditen. Also es kommen auf jeden Fall nicht unendlich viele. So, also hier waren wir schon. Man könnte noch mal hier ein bisschen in die Mitte gehen, damit wir uns einmal umschauen. Hier scheint ja irgendwie dieser besondere Brunnen zu sein. Hm? Hier läuft doch wieder jemand rum. Ernst, steht ein Baum im Weg und wir kommen einfach nicht vorbei. Wen haben wir denn da? Hallo? Sandire, seid gegrüßt, Fremde. Bitte verzeiht mir, wenn ich euch mit einer Bitte belästige. Gestern Abend wurde ich von Banditen ausgeraubt und stehe jetzt völlig ohne Geld da. Dabei muss ich dringend meine Reise fortsetzen. Zum Glück haben die Verbrecher mein Monsterauge übersehen und mir bleibt jetzt nur die Möglichkeit, es zu verkaufen. Seht hier, es ist dieses magische Auge aus seltenem Kyrastein. Es dient dazu, einem zu zeigen, ob man von Monstern verfolgt wird. Daher der Name. Habt ihr eventuell Interesse daran? 5000 Gold würde ich es euch überlassen. Nee, es ist gut, alles gut. Ja, schade. Falls ihr euch das anders überlegt, solange ich keinen Käufer gefunden habe, findet ihr mich hier wohl oder übel hier auf den Straßen. Lebt wohl. 5000! Ein erstaunlich hochgewachsener Elfin blickt euch unschlüssig.